Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz, stellvertretend für den gesamten Aufsichtsrat von Uniper. Ein Unternehmen, dessen bisherige Erfolgsgeschichte tatsächlich unique, also ziemlich einzigartig ist. In weniger als 2 Jahren haben wir mit Uniper ein Unternehmen geschaffen, das über eine solide finanzielle Basis verfügt, sich kulturell neu erfunden hat und zugleich wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft ist, stellt das Unternehmen doch tagtäglich die Versorgung mit Gas und Strom in Deutschland und Europa sicher. Uniper ist angekommen bei den Kunden, bei den Aktionären, den zahlreichen Stakeholdern und nicht zuletzt bei den Mitarbeitern. Die Startbedingungen waren zugegebenermaßen nicht leicht. Sie alle erinnern sich noch an das Schlagwort Resterampe. Und viele haben uns nicht zugetraut, dass wir eines Tages dort stehen würden, wo wir mittlerweile stehen. Ich bin stolz darauf, Aufsichtsratsvorsitzender dieses Unternehmens zu sein, das sich dank des unermüdlichen Einsatzes von Tausenden von Mitarbeitern erfolgreich im Wettbewerb behaupten kann, dessen Produkte gefragt sind und dessen Meinung gerne gehört wird. Im Aufsichtsrat haben wir die Entwicklung von Uniper in den letzten 2 Jahren konstruktiv und neugierig zugleich begleitet. Und die Themenvielfalt war immer spannend und herausfordernd. Die organisatorische Neuaufstellung des Unternehmens, der erfolgreiche Börsengang im September 2016, die großen Kraftwerksprojekte oder auch die sich ständig ändernden energiepolitischen Rahmenbedingungen und ihre Auswirkungen auf Uniper. Strukturthemen haben wir ebenso diskutiert wie Strategiefragen, Beschäftigungsentwicklung oder Vermögens- und Finanzfragen. Gleich von Beginn an haben wir auf Dialog gesetzt. Der intensive Austausch mit dem Vorstand war mir und uns als Gremium besonders wichtig. Aber auch innerhalb unseres Gremiums haben wir eine gute Diskussionskultur entwickelt. Anteilseigner und Arbeitnehmervertreter arbeiten Hand in Hand. Uns alle eint, wir wollen das Beste für Uniper, ihre Mitarbeiter, Aktionäre und Kunden. Fast auf den Tag genau ist es heute 4 Monate her, da wir mit einer gänzlich neuen Situation konfrontiert wurden. Ohne Vorankündigung wurde uns im Juli von Fortum auf Basis einer Vereinbarung mit E.ON das Angebot unterbreitet, vollständig zu übernehmen. Überraschend war dabei nicht, dass E.ON seinen Uniper-Anteil einmal verkaufen würde. Das war von Anbeginn an klar gewesen. Überraschend war aber sowohl das Timing als auch das Vorgehen. Ich zitiere einfach einmal aus der Pressemitteilung von E.ON zur Neuaufstellung und Abspaltung von Uniper vom November 2014. Hier heißt es: Die verbleibenden Minderheitsanteile sollen marktschonend über einen mittelfristigen Zeitraum über die Börse platziert werden. Und diese Aussage wurden ähnlich in folgenden Monaten auch in der Abspaltungshauptversammlung von E.ON im Jahre 2016 wiederholt. Dort sagte der Vorstandsvorsitzende wörtlich: Mittelfristig werden wir unsere Beteiligung dann verkaufen, um den Free Float zu stärken und Uniper ganz selbstständig zu machen. Zurück zu Fortum. Das umfangreiche Übernahmekonzept sah vor, die Uniper-Aktivitäten in Schweden und Russland in die jeweiligen Bereiche von Fortum zu integrieren und das Rechtliche, auch hier sprechen wir über einen ganz erheblichen Teil des Geschäftes von Uniper, in eine gesonderte Division zu überführen. Die Steuerung sollte über einen Beherrschungsvertrag komplett aus Finnland heraus erfolgen. Der Angebotspreis seinerzeit betrug 19 Euro. Wesentliche Bedingungen, die Fortum stellte, waren die Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie eine umfassende Unternehmensprüfung. Am Ende unserer sorgfältigen Prüfung haben wir, wie auch der Vorstand, das damalige Übernahmeangebot der Fortum einstimmig und sehr klar gegenüber Fortum abgelehnt. Weder erschien uns der gebotene Preis annähernd attraktiv, noch überzeugte uns das vorgelegte strategische Unternehmenskonzept. Die Angelegenheit schien erst einmal erledigt, auch
weil sich der Aktienkurs aufgrund positiver Unternehmensmeldung klar über den ursprünglichen Angebotspreis von 19 Euro einpendelte. Umso überraschender war es dann für uns, als wir vor 2 Monaten über den Presseticker erfahren mussten, dass Fortum einen erneuten Übernahmeversuch starten würde. Wir schreiben den 20. September 2017. Die entsprechende Agenturmeldung erreicht uns direkt zu Beginn einer Strategieklausur des Aufsichtsrates, die das Ziel hatte, die Weichen für die zukünftige Aufstellung von Uniper zu stellen. Unsere Sitzung haben wir aufgrund der Aktualität zunächst unterbrochen, nach der offiziellen Bestätigung durch E.ON und Fortum dann abgebrochen. Und dies hat nun nebenbei bemerkt, natürlich haben wir die Sitzung dann nachgeholt. Aber es begannen natürlich erneute intensive Diskussionen innerhalb des Uniper-Aufsichtsrates über das nun vorliegende Angebot. Problematisch für uns war allerdings, dass wir ganze 7 Wochen auf eine prüffähige Unterlage warten mussten. Die lange Zeitdauer, welche die rechtlichen Fristen bis zum letzten ausreizte, war wohl notwendig, um E.ON die steuerschonende Abgabe in 2018 zu ermöglichen. Alles, was wir bis zu diesem Zeitpunkt wussten, mussten wir den Medien entnehmen. Seit 2 Wochen liegt uns nun das offizielle Übernahmeangebot von Fortum vor. Zentrale Unterschiede gegenüber der ersten Offerte: die Zustimmung des Managements und des Aufsichtsrates sind diesmal ebenso wenig notwendige Voraussetzungen wie eine Unternehmensprüfung, die man klassischerweise ja macht, eine Due Diligence von Uniper. Und das Angebot pro Aktie wurde um etwas mehr als 2 Euro erhöht. Neu ist auch, dass der mit E.ON verhandelte Verkauf von Uniper-Anteilen mittels hoher Strafzahlung abgesichert wurde. Das wahre Ausmaß dieser Penale hat sich uns, und Ihnen geht es vermutlich nicht anders, tatsächlich erst aus der Unterlage erschlossen. Auch die zurückliegenden Wochen, insbesondere die letzten beiden, haben einmal mehr deutlich gemacht, dass wir im Uniper-Aufsichtsrat einen vertrauensvollen Umgang miteinander pflegen. Das Zusammenspiel zwischen Anteilseigner und Arbeitnehmervertretern ist ungebrochen konstruktiv. Auch der enge Austausch mit dem Vorstand setzt sich fort. Gleichwohl haben wir im Aufsichtsrat eigene Berater engagiert, um uns eine Meinung unabhängig von der Empfehlung des Vorstandes bilden zu können. Seien Sie also versichert, dass wir dieses Angebot sehr ernst nehmen und uns entsprechend intensiv damit auseinandergesetzt haben. Gestern haben wir in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung das vorliegende Fortum-Angebot abschließend beraten und ohne Gegenstimme den Beschluss gefasst, dieses abzulehnen. Zu den Gründen werden Klaus Schäfer und Christopher Delbrück gleich vertiefende Erläuterungen geben. Ich kann für den Aufsichtsrat auf diese Ausführungen verweisen, denn wir haben entschieden, eine gemeinsame, sogenannte begründete Stellungnahme abzugeben. Aufsichtsrat, das heißt sowohl Arbeitnehmer wie Anteilseigner, zusammen mit dem Vorstand von Uniper. Und um an dieser Stelle das Bild komplett zu machen, auch der Konzernbetriebsrat von Uniper unterstützt die gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat in vollem Umfang und hat daher auf eine eigene Stellungnahme verzichtet. Insoweit werden die nachfolgenden Ausführungen des Vorstandes vollumfänglich von Aufsichtsrat und Mitbestimmung mitgetragen. Bevor ich jetzt das Wort an Klaus Schäfer übergebe, möchte ich kurz noch ein weiteres Thema ansprechen. Vor knapp 2 Wochen konnten Sie im Handelsblatt lesen, dass ich vom Aufsichtsratsvorsitzenden von E.ON aufgefordert worden sei, den Uniper-Vorstand in seine Pflichten zu erinnern, ihn sinngemäß zur Raison zu rufen. Es ist richtig, dass nicht nur ich, sondern auch Teile des Präsidiums des Uniper-Aufsichtsrates einen solchen Brief erhalten haben. Und ich kann Ihnen versichern, dass keiner der dort erhobenen Vorwürfe gegen das Management überzeugt. Nicht persönlich und schon gar nicht rechtlich. Wenn es stimmt, was ich in den Medien lesen konnte, dass dieser persönliche Brief von E.ON an die Presse gegeben wurde, und zwar noch bevor ich überhaupt die Chance hatte, ihn zu lesen, dann ist die dahinterstehende Intention sehr deutlich.
Mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden von E.ON habe ich die angesprochenen Themen in einem persönlichen Gespräch geklärt und manches Missverständnis aus der Welt geräumt. Ich konnte aus erster Hand von meinen Erfahrungen im Abspaltungsprozess berichten und Hintergrundinformationen geben. Das war zur Klärung der Position sicherlich hilfreich. Lassen Sie mich abschließend nochmals festhalten, dass ich als Aufsichtsratsvorsitzender von Uniper über das Vorgehen unseres Vorstandes stets bestens informiert bin. Und gehen Sie davon aus, dass dies ganz besonders in der Phase eines drohenden bzw. laufenden Übernahmeangebotes gilt. Zu keiner Zeit haben oder hatten meine Aufsichtsratskollegen und ich Zweifel an der Rechtschaffenheit des Handelns unseres Uniper-Managements. Wir stehen voll und ganz hinter Klaus Schäfer und dem gesamten Vorstand. Und damit übergebe ich genau an diesen, namentlich Klaus Schäfer.